Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum Auftakt des Superwahljahres sind in zwei Bundesländern neue Landtage gewählt worden. In Baden-Württemberg bleiben die Grünen nach den bisherigen Hochrechnungen mit großem Abstand stärkste Kraft vor ihrem Koalitionspartner der CDU, die deutlich Stimmen verliert. Ministerpräsident Kretschmann kann nun entweder das grün-schwarze Regierungsbündnis fortsetzen oder eine Ampelkoalition mit SPD und FDP bilden. Eine solche Ampel führt in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Dreyer an. Ihre SPD wurde trotz leichter Verluste als stärkste Kraft bestätigt. Eine Fortsetzung des Bündnisses mit Grünen und FDP ist möglich. Die CDU verliert auch dort erheblich. Die Zahlen aus beiden Bundesländern jetzt von Jörg Schönenborn aus dem ARD-Wahlstudio. Zu Beginn des Superwahljahrs setzen sich die tektonischen Verschiebungen in der Parteienlandschaft in kleinen Schritten fort. Man sieht das vor allem in Baden-Württemberg, wo die Grünen erneut das beste Landesergebnis der bundesdeutschen Geschichte holen und daran, dass hier SPD und CDU erneut das schlechteste Ergebnis für Baden-Württemberg erzielen. Hier ist die aktuelle Hochrechnung für Baden-Württemberg. Die Grünen können mit Zugewinnen rechnen 32,4%. Die Grünen verlieren gut 3 Punkte, 23,6. Die AfD mit deutlichen Verlusten 10,1. Leichte Verluste für die Sozialdemokraten 11,6. Die FDP kann zulegen 10,4%. Nicht im Landtag vertreten die Linke 3,5. Die Freien Wähler 3,0 und andere Parteien insgesamt 5,0. Grünen verlieren gut 3 Punkte, 23,6.